ihr Lieben, und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Ja, endlich gibt es wieder ein Update von meinen Bücherregalen, weil ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, ich habe ja ein bisschen umsortiert, ich habe die Räume gewechselt, in denen meine Bücher stehen, und ich habe auch noch mega viel ausgemistet. Also ich habe wirklich so circa die Hälfte von meinen Büchern aussortiert. Da hat sich wieder einiges verändert. Es wird wieder mehrere Teile geben. Ihr könnt im Titel sehen, wie viele Teile es insgesamt werden. Ich filme jetzt einfach mal drauf los und wünsche euch viel Spaß mit meinem Bücherregal. Bitte bedenkt, alle Bücher sind unten in der Infobox verlinkt. So, wir fangen ganz oben an. Und das erste Buch, das ich hier habe, ist A Book of Mermaids von Ruth Manning Sanders. Das ist ein ganz altes Sammlerstück und ja, ich finde das Cover ist wunderschön. Hier habe ich Your Name von Makoto Shinkai. Ich glaube, ich brauche nicht mehr erwähnen, wie sehr ich Your Name liebe. Das ist der Roman aus dem Egmont Manga Verlag. Es gibt auch noch die Mangas dazu, kommt später noch. Freelander von Miljenko Jergovic habe ich noch nicht gelesen, hört sich aber wirklich interessant an. Dann habe ich hier von Kendall Blake Der schwarze Thron, die Schwestern, Band 1. Habe ich auch noch nicht mit angefangen, weil ich warte da jetzt erstmal, bis ein paar weitere Bände erscheinen, bevor ich mich dann ins Lesen mache. Elias und Laia von Sabah Tahir. Eine Fackel im Dunkel der Nacht. Wundert euch nicht, dass meine Reihen nicht nebeneinander stehen. Ich habe meine Bücher nach Farben sortiert. Genau, hat mir einfach besser gefallen und mich stört es jetzt auch nicht. Ich weiß, viele von euch werden sich jetzt an den Kopf fassen und denken, was macht sie nur? Aber ja, ich wollte es einfach mal jetzt nach Farben sortiert haben und darum stehen jetzt nicht alle Reihen nebeneinander. Hier habe ich Das Juwel von Amy Ewing, habe ich bereits gelesen, muss nur noch den letzten lesen. Dann habe ich hier One of Us is Lying von Karen McManus. Habe ich noch nicht gelesen, ist gerade erst bei mir zu Hause eingetroffen. Hier habe ich The One von Kira Cass. Ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. How to be Parisian wherever you are. Ja, kennen, glaube ich, auch die meisten von euch. Hier habe ich eine wunderschöne Ausgabe von Anna Karenina von Tolstoi. Ich liebe diese Ausgabe und ja, Anna Karenina ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Ein weiteres Lieblingsbuch ist von Julie Otsuka, Wovon wir träumten. Habe ich euch bereits in meinem Jahreshighlights-Video 2017 gezeigt. Ganz tolles Buch. Hier haben wir im Reich der Wünsche die schönsten Märchen deutscher Dichterin, unter anderem auch von Katharina der Großen sind hier Märchen drin enthalten. Ein wunderschönes Buch mit ganz vielen tollen Werken. Habe ich schon ein bisschen drin rumgeblättert und gelesen, aber noch nicht komplett durch. Hier haben wir von Mary Lou Legend Fallender Himmel. Die Trilogie finde ich richtig genial. Kann ich jedem nur empfehlen, der Dystopien mag. Ebenfalls neu eingezogen von Hanya Yanagihara. Ein wenig Leben. Ich glaube, dazu brauche ich auch nicht viel sagen. Ich finde das Cover ganz, ganz schrecklich. Aber ich glaube, der Inhalt ist einfach nur atemberaubend und ich freue mich schon jetzt, dieses Buch zu lesen. Dann habe ich hier von Matthias Menegos, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, Carpathia, ein historischer Roman über das Dracula-Schloss in Transsilvanien. Freue ich mich schon sehr drauf, hört sich richtig spannend an. Ne? Und hier hinten habe ich noch Love, Style und Life von Garance Dore. Hier habe ich noch so eine Sanduhr, die habe ich von Maison Dumont. Ja, das nächste Regal ist blau, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier hinten von A.S. Byatt The Children's Book. Habe ich noch nicht gelesen. Ich sage ganz ehrlich, das war ein reiner Coverkauf. Das ist so eine wunderschöne Libelle mit so einem Frauenkörper. Ich habe das mal bei Pinterest gesehen und ich musste das einfach nur wegen dem Cover haben. Um was es jetzt in dem Buch geht, kann ich euch gar nicht sagen. Das ist wirklich für mich nur ein Deko-Buch. Vielleicht nehme ich es aber irgendwann mal zur Hand. Hier habe ich Alice's Adventures in Wonderland, Through the Looking Glass von Lewis Carroll. Ich glaube, dazu würde ich auch nichts sagen. Das ist eine wunderschöne Ausgabe von Barnes & Noble. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Ja, hier habe ich einen Klassiker, Astrid Lindgren, Madita. Ich habe das so sehr geliebt als Kind. Das ist auch noch eine Ausgabe aus meiner Kindheit. Und ja, das muss natürlich auch hier seinen Platz finden. Genauso wie die Bücher von Liz Kessler. Das ist, der erste Band ist, glaube ich, Emilys Geheimnis. Das habe ich auch so sehr geliebt als Kind. Und ich finde die auch wirklich süß vom Cover, von der Geschichte. Emilys Entdeckung und dann gibt es noch Emilys
Abenteuer. Ja, hier hinten haben wir Siren von Kira Case. Ich glaube, dazu brauche ich auch nichts sagen. Das ist eine Märchensammlung, verschollene Märchen, gesammelt von Johann Wilhelm Wolf in Manier der Brüder Grimm. Wunderschönes Cover und ja, ich liebe Märchen, darum steht das natürlich auch hier. Weiter geht es mit Origin von Dan Brown. Ich glaube, dazu brauche ich auch nicht viel sagen. Ich habe es noch nicht gelesen. Hier habe ich zwei Funkos von American Horror Story. Ja, Elsa Maas und Ma Petite. Dann habe ich hier Selection von Kira Case. Ich glaube, dazu brauche ich auch nichts sagen. The Promise von Richelle Mead habe ich jetzt erst kürzlich beendet. Mehr dazu in meinem Lesemonat. Auch eine meiner Lieblingsautorinnen, Janet Fitch, Painted Black. Ja, habe ich noch nicht gelesen, bin ich aber sehr gespannt drauf. Und ganz hinten haben wir von Eva Völler Auf ewig dein. Dazu habe ich auch bereits eine Rezension gedreht. Wir befinden uns jetzt in meinem pinken Regal. Hier habe ich eine Kerze von Bath & Body Works. Die riecht so, so lecker nach Kaugummi. Ja, hier habe ich A Pretty Honest von Sally Hugh. Das ist auch einfach so ein bisschen so ein Deko-Instagram-Buch. Und hier auch nochmal eine Ausgabe von Alice in Wonderland and Other Classic Works. Auch eine wunderschöne Ausgabe, die ist auch wirklich sehr günstig zu kaufen, obwohl die so mega dick ist. Hier sind zwei Notizbücher von Victoria's Secret, also da ist auch nichts Besonderes drin. Hier haben wir von Kristen Miller Nichts ist endlich und alles ist ewig. Ich liebe diese Bücher, die sind so eine schöne Liebesgeschichte. Da geht es um Seelenverwandtschaft. Sind nur noch schwer erhältlich, weil die nicht mehr gedruckt werden. Aber wenn ihr sie bekommen könnt, schnappt sie euch, weil die sind wirklich großartig. Ein weiteres tolles Buch ist Sibirien von Wladimir Kecmanovic. Ja, ein serbischer Liebesthriller, in den sich Kroaten eingemischt haben. Mir gefällt der Humor in diesem Buch wirklich sehr gut. Und kann ihn auch nur empfehlen. Ich fand ihn sehr gut. Hier haben wir Girl Boss von Sophia Amoruso. Ja, ich denke, dazu brauche ich auch nichts sagen. Alexa Chung It, da ja, ist einfach nur ein Buch von Alexa Chung mit ein paar Bildern und so weiter. Hier haben wir von Nico Rising Sparks, das darf natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir hier diese wunderschöne Ausgabe von Barnes & Noble's Alice's Adventures in Wonderland and Other Stories. Ja, wieder mal eine ledergebundene Ausgabe von Barnes & Noble mit diesem wunderschönen Goldschnitt. Und ja, ich liebe, liebe, liebe die Ausgaben. Dann haben wir Beauty and the Beast, auch aus der Barnes & Noble's Reihe mit silbernen Buchschnitt. Das habe ich jetzt zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Wunderschön aufgemacht, also das sind wirklich die tollsten Bücher. Und hier auch noch Hans Christian Andersen, Classic Fairy Tales, genau, wieder mit goldenem Buchschnitt. Wunderschön. Hier geht es weiter mit meinem lila Regal. Wir haben hier das kleine Gespenst von Ottfried Preußler. Ich glaube, dazu brauche ich auch nichts sagen. Eins meiner Lieblingsbücher, Das Spiegellabyrinth von Frank Baddow. Das ist eine Adaption von Alice in Wonderland. Das ist so ein bisschen ja, Science-Fiction-mäßig, so, also futuristischer, richtig gut. Dann haben wir hier Beautiful Liars. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum der Schutzumschlag fehlt. Den habe ich zur Seite gepackt, weil das Ravensburger Zeichen komplett die Farbe kaputt gemacht hat. Und dann habe ich das einfach weggenommen, weil ich es auch ohne Schutzumschlag dann schön finde. Aber den habe ich natürlich nicht weggeschmissen. Ja, ich habe das jetzt einfach nur wegen der Optik weggenommen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Hier haben wir ja, Kira Case, ein weiteres Selection Band. Hier sind noch Band 2 und Band 3 von Legend von Mary Lou. Dann haben wir hier von Mary E. Pearson Die Gabe der Auserwählten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe bisher nur Band 1 gelesen. Die Schwester der Zuckermacherin von Mary Hooper, das ist ein wunderschöner historischer Roman, der ist auch wirklich kurz. Es geht hier um die Pest und es ist wirklich sehr, sehr, sehr ergreifend, aber wunderschön, also wirklich ein Lesetipp von mir. Hier haben wir Die Zarentochter von Petra Durst Banning, habe ich noch nicht gelesen. Das Juwel, die Gabe von Amy Ewing, habe ich bereits gelesen. Hier wieder eine Barnes & Nobles Ausgabe von Alice in Wonderland. Ja, Through the Looking Glass, das ist mit Silber in einem Buchschnitt. Und ja, auch wunderschön mit den Originalillustrationen. Und hier haben wir noch A Dark Elements, ein weiterer Band, fand ich auch toll. Hier ist noch eine Kerze von Bath & Body Works, meine Lieblingskerze, und zwar ist es Marshmallow Fireside. Ich liebe den Geruch über alles. Und hier hinten habe ich noch Classic Fairy Tales von Hans Christian Andersen, eine andere Ausgabe mit, ja, mit Goldschnitt, wunderschön.
Ich liebe dieses Bild. Und im letzten Regal, die unteren beiden sind leer, wie gesagt, ich habe sehr viel ausgemistet, habe ich ja, nochmal einen weiteren American Horror Story Funko. Ich finde den so toll. Und hier auch nochmal, und hier noch einen. Und das ist ein ganz besonderer, und zwar ist der nämlich mit Blut bespritzt. Das ist dann nochmal so eine extra Ausgabe davon. Ja, natürlich von meiner Lieblingsstaffel. Hier habe ich die Trilogie von Alexandra Bracken, Die Überlebenden, Furchtlose Liebe und Blut und Feuer. Die muss ich ja, nochmal lesen. Es kommt ja dieses Jahr der Film, da freue ich mich schon sehr drauf. Hier ist der dritte Band von Amy Ewing, Das Juwel. Den habe ich noch nicht gelesen, muss ich noch lesen. Band 2 von Ryan and Thomas, Ewig, wenn Liebe entflammt, muss ich auch noch lesen. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane F. Ich denke, da brauche ich auch nichts zu sagen. The Hidden Magic of Walt Disney World. Ja, ein ganz interessantes Buch für alle Disneyland- oder Disney World-Fans. Richtig cool. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist von Brom, der Kinderdieb. Das ist so mit die gruseligste und düsterste Adaption von Peter Pan. So ein Märchen, genau nach meinem Geschmack. Hier habe ich von Carolee Erickson Alexandra Romanova, Die letzte Zarin. Freue ich mich schon sehr drauf, habe ich noch nicht gelesen. Ebenfalls eins meiner Lieblingsbücher von Kathleen Windsor ist Amber. Eine wunderschöne, tragische Geschichte vom das vom Leben von Amber berichtet. Ein ganz toller historischer Roman, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Hier haben wir Band 1, ich glaube 2 und 3 oder andersrum von Die Königin der Schatten. Das wird ja jetzt auch verfilmt mit Emma Watson. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, habe ich auch schon alle drei gelesen. Dann habe ich hier Band 1 von Elias und Laia, habe ich gelesen und fand ihn damals auch wirklich toll. Hier haben wir von Sandra Garland, Josephine und Napoleon. Das ist eine Trilogie, die sind auch verteilt irgendwo, die stehen hier auch verteilt alle irgendwo rum. Ich glaube nur die ersten oder der erste, der dritte Band, den habe ich nur als Taschenbuchausgabe, glaube ich, hier. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das berichtet einfach vom Leben von Josephine. Hier haben wir Dark Wonderland, Herzkönigin von H.G. Howard. Das ist auch eine Adaption zu Alice in Wonderland. Ich habe hier noch nicht weitergelesen, fand den ersten Band aber wirklich gut. Und die drei letzten Bücher in dieser Reihe sind von Jessica Spotswood, Töchter des Mondes, Kate, Sternenfluch und Schicksalsschwestern. Auch ganz tolle historische Romane mit Fantasy-Elementen. Es geht hier um Hexen. Und ich fand sie richtig, richtig gut und kann sie euch auch nur empfehlen. So, das war's mit dem ersten Teil. Morgen kommt der zweite. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie gesagt, alle Bücher sind unten in der Infobox. Und wir sehen uns dann bei meiner nächsten Buchtour. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.